David, was ist das? Ach, das ist Dads alte Kamera. Ich habe sie wieder zum Laufen gebracht. Ah, guck mal. Das war mein 7. Geburtstag. Oh, siehst du das? Was? Da war gerade was ganz Komisches. Leute, das müsst ihr sehen. Das ist ein Video von mir an meinem 7. Geburtstag. Da waren die doch alle dabei. Ja. Guck doch mal. Genau da. Seht in den Spiegel. Das bin ich. Das ist mein T-Shirt. Das ist mein Rucksack. Das bin ganz klar ich. Das ergibt keinen Sinn. Hört ihr das? Ja. Das kommt von Dads alter Werkstatt. Ein Klicken oder sowas. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn bloß? Irgend so eine Art Maschine. Na dann los. Projekt Almanach. Da hat mein Dad dran gearbeitet. Prototyp zur Zeitverschiebung? Was bedeutet das denn? Das bedeutet Zeitreise. Was? Versuchen Sie zu bauen. Wir können doch keine Zeitmaschine bauen. Du hast doch das Video von deinem 7. Geburtstag gesehen. Ich glaube, wir haben sie schon gebaut. Habt ihr das gesehen? Sollten wir sie nicht als nächstes an uns ausprobieren? Also, seid ihr alle soweit? Mhm. Ja, ja. Warum gehen wir in dein Haus? Passt auf, nein. Das bin ich, wie ich schlafe. Seht euch das an. Wir haben es geschafft. Es ist gestern. Es ist gestern. Wir haben die Zeitreise erfunden. Das ist eine Maschine für die zweite Chance. Dann drehen wir mal eine Runde. Ich bin gerade in Chemie durchgerasselt. Wie lautet die Klassifizierung von Silizium? Silizium? Soll das ein Witz sein? Ich will die 12. nicht nochmal machen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Hallo! Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff. Boom, Lou! So läuft das. Ich liebe Zeitreisen. Check das mal, bevor die Welt untergeht. Muss ich im Lotto gewinnen. Willkommen bei Maserati. Bevor die Welt untergeht, muss ich mich noch verlieben. David, hast du das gesehen? Nichts davon ist vorher passiert. Alles, was wir geändert haben, hat Riesenauswirkungen. Wir müssen zurück und dafür sorgen, dass wir nie in der Zeit zurückreisen. Das können wir nicht machen. Wir müssen alles umgeschrieben machen. Ich werde zurückgehen und alles wieder in Ordnung bringen. Es gerät alles mehr und mehr außer Kontrolle. Um Gottes Willen. Hast du mal dran gedacht, dass es gefährlich werden könnte? Woher weiß ich, dass es nicht schon mal passiert ist? Ich glaube, ich kann zurückgehen und das alleine wieder in Ordnung bringen. David, halt! Ich muss rausfinden, wie ich noch weiter zurückreisen kann. Das könnte